Dann wollen wir mal. Ihr seht heute Abend bezaubernd aus, meine Dame. Oh, ihr seid zu freundlich. Ich fühle mich geehrt, den Champion in meinem bescheidenen Zuhause begrüßen zu dürfen. Ich werde uns Erfrischungen bringen lassen. Talia? Oh, das Mädchen ist so langsam. Lasst uns doch etwas plaudern, während wir warten. Für eine Frau, deren Sohn von den Templern gesucht wird, seid ihr enorm gut gelaunt. Emil? Ja, natürlich. Die Templer haben sich kürzlich nach unserem armen Jungen erkundigt. Ich habe Emil nicht mehr gesehen, seit er zum Zirkel gebracht wurde. Er war damals erst 6. Ihr könnt den Templern sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Emil wird sich bestimmt schon bald selbst stellen. Er ist ein guter Junge. Dulci! Was habt ihr getan? Ihr hättet dem Jungen sagen sollen, er soll sich der Gnade der Templer ausliefern. Guillaume! Liebling! Hört auf mit diesem Liebling, Dulci! Er hat herum erzählt, dass er unser Sohn ist, dass ihr ihm Gold gegeben Guillaume, habt. Guillaume! Liebling! Wir haben Gäste! Lasst euch von mir bitte nicht stören. Das ist faszinierend. Ich wollte euch nicht anlügen, Champion. Ich habe Emil kaum gesehen. Ich dachte, es sei überhaupt nicht erwähnenswert. Ich habe ihm ein wenig Geld gegeben. Nicht zu viel, natürlich. Er hat gesagt, er wolle ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben? Er verbringt sein neues Leben in den Tavernen der Unterstadt und betrinkt sich mit billigem Wein. Es grenzt an ein Wunder, dass die Templer ihn noch nicht gefunden haben. Bitte helft uns, Champion. Emil ist kein Blutmagier, sondern einfach nur ein törichter Junge. Lass nicht zu, dass die Templer ihn töten. Ein Blutmagier? Oh, Guillaume, sag das nicht! Bitte, rettet meinem Sohn das Leben. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Emil zu helfen, finde ich sie. Ich danke euch, Champion. Ein Bekannter hat Emil vor nicht allzu langer Zeit im geengten Mann gesehen. Er müsste immer noch dort sein. Im geengten Mann? Oh, aber das ist so ein schmutziger Ort. Komm, Dulci, vielleicht solltet ihr euch ein wenig inlegen. Oh, aber der gehängte Mann ist so ein schmutziger Ort. Sie sind so orlaisianisch. Oh, aber der gehackte Mann ist so ein schmutziger Ort. Oh, hallo. Aua. Oh.
Kinderspiel. Oh, was für ein schmutziger Ort. Da ist unser kleiner und Emil. Schon einen Erzdämon gefunden. Emil de Lancey? Wow. Seid ihr eine Magierin? Ihr habt mir nämlich gerade eben den Atem weggezaubert. Ich bin tatsächlich eine Magierin. Ich auch. Manche sagen, ich wäre ein Blutmagier. Ich bin gefährlich. Ihr steht doch sicher auf Gefahr, oder? Darf ich ihn schon töten? Er tut mir weh. Dieses Riesenbaby ist den Templern entwichen? Ein Jahrhundertverbrechen. Eine Runde auf mich? Ich bin Emil, wie ihr wisst. Und ihr seid? Voller Mitleid mit euch. Außerdem helfe ich den Templern bei der Jagd auf den Magier Emil de Lancey. Und prompt taucht ihr auf. Oh Mist, ich weiß, worum es hier geht. Ich bin gar kein Blutmagier. In Ordnung? Ich habe das Gerücht nur aufgebracht, weil ich dachte, dass ich dann gefährlich wirke und charmant. Oh. Ich habe es nur in der Taverne erzählt. Und nur Frauen. Ihr versteht das nicht. Ich kam zum Zirkel, als ich 6 war. 6! 20 Jahre war ich eingesperrt, hatte nie was Richtiges zu trinken und hab mir nie selber was gekocht. Stand nie im Regen, küsste nie ein Mädchen. Ich wollte nur ein bisschen leben. Wenn ihr mich töten wollt, bitte. Ich sterbe lieber betrunken. Seid ihr wirklich aus dem Zirkel geflohen, um ein Mädchen zu küssen? Nun, nicht nur das. Ich habe gelesen, was man mit Mädchen noch so alles anstellen kann. Oh, er ist so wie ihr früher. Erinnert ihr euch, Evelyn, als ihr verrückt nach Donnig wart? Ja, ich erinnere mich. Besten Dank. Ich will bloß nicht als Jungfrau sterben. Emil will sich einfach nur ein wenig ausleben. Warum helft ihr ihm nicht dabei, Isabella? Ihr meint doch nicht etwa... Nein, nein. Er ist widerlich. Ich brauche eure Hilfe nicht, um mich zur Hure zu machen. Vielen Dank. Ihr könnt nicht davonlaufen. Irgendwann finden euch die Templer. Ich schlage euch ein Geschäft vor. In Ordnung? Gebt mir eine Nacht. Nur eine Nacht. Eines der Tavernmädchen, Nella, würde mit mir das Bett teilen. Ich habe sogar schon ein Zimmer bezahlt. Bitte, gönnt mir das. Danach könnt ihr mich in Ketten zurückbringen. Warum fangt ihr nicht klein an und hebt euch die Ketten für später auf, wenn ihr etwas erfahrener seid? Hä? Ach, geht einfach und macht was auch immer. Ich werde euch nicht davon erzählen. Ach, das war es wirklich wert. Zurück zu den Templern. Bald bricht eine Expedition dorthin auf. Ihr solltet... Wisst ihr, Isabella, wenn mir jemand erzählt hätte, ich würde es so viele Jahre mit euch aushalten, hätte ich ihn wohl einfach auf die Bretter geschickt.
Und wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich dann noch hier bin, hätte ich dasselbe getan. Ihr habt euer Schiff. Was hält euch zurück? Und was würdet ihr tun, ohne mich in der Rose als ständiger Quell eurer Kopfschmerzen? Jemand würde das Loch stopfen. So, als wärt ihr niemals gegangen. So mag ich mein Mädchen. Vielleicht gewinnt ihr ja hin und wieder. Okay. Hier passieren Dinge. Sei still. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sowohl Huon als auch Evelina tot sind. Bedauerlich, aber notwendig. Emile de Lancey jedoch hat sich gestellt und war spürbar zufrieden, wie ich hinzufügen möchte. Ich hätte ihn sofort hinrichten lassen, aber sein Vater hat ein leidenschaftliches Plädoyer für ihn gehalten. Was meint ihr, Champion? Haltet ihr Emile für gefährlich? Dummheit kann gefährlich sein und davon hat er jede Menge. Das hat sein Vater auch angedeutet. Also gut, Emile bleibt am Leben, aber ich werde ihn genau beobachten. Es freut mich, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte, die Stadt sicherer zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Champion. Ja. Löcher stopfen. Varric, wie wird man ein Paragon? Durch eine Abstimmung in der Versammlung, genug Stimmen und zack, seid ihr ein lebender Gott. Ihr könntet beantragen, zum Paragon ernannt zu werden, wegen eurer Männlichkeit. Mir gefällt eure Denkweise, Rivainerin, aber man be... So, wir haben auf jeden Fall neue Briefe, aber wir machen erstmal die Quest für Gamblin weiter. Wir suchen in einem Lagerhaus voller Fisch nach einer einzigen lausigen Kiste? Anscheinend haben wir die Kisten aus diesem Frachtbrief gefunden.
Hier stimmt etwas nicht. Eine Falle! In der Höhle außerhalb von Köpfen und finde raus, was. Okay. Oh Leute, ich könnte so schlafen, ne? Das ist ja, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie ich die Schulung überleben soll, die von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr geht, ne? Ich würde gerne erstmal das mit Gamlin machen, bevor. Da. Dann haben wir die Quest auch hinter uns. Und können uns weiter auf die Hauptstory besinnen. Gamlin hat sich also nicht einmal dazu herabgelassen, selbst zu kommen? Ich hätte damit rechnen müssen, dass er euch schickt, Base. Ich wusste gar nicht, dass ihr so eine hübsche junge Base habt, Hawk. Ich habe eine Base? Hat Gamlin das nie erwähnt? Ich natürlich nicht. Weshalb sollte er auch? Ich unterbreche diese rührende Familienzusammenführung nur ungern, aber wir haben noch etwas zu erledigen. Welt, was machst du hier? Meckel ist tot. Dieses Miststück hat ihn umgebracht. Was ist ein Meckel? Mein Bruder. Meckel war mein Bruder und ihr habt ihn getötet. Das ergibt doch keinen Sinn. Meckel sollte lediglich die Notiz überreichen. Dachtest du wirklich, wir würden sie nicht lesen? Wir wissen von dem Edelstein, Charade.
Her damit! Ich lasse nicht zu, dass Meckels Tod umsonst war. Du hast deinen Bruder wegen eines dummen Edelsteins gegen Hawk antreten lassen? Ich sage dir was. Ich habe den Edelstein gefunden, aber du wirst ihn nicht in deine erbärmlichen Finger bekommen, Wirt. Also schön. Dann eben auf die harte Tour. Ihr seid im Kampf ziemlich hilfreich. Ganz anders als Gamlin. Gamlin hat mir nie erzählt, dass er eine Tochter hat. Ich nehme an, es gibt so einiges, das er euch nicht erzählt hat. Meine Mutter, Mara, sie hat Gamlin vor meiner Geburt verlassen. Er war so damit beschäftigt, den dummen Edelstein zu finden, dass er wohl nicht mal bemerkt hat, dass sie weg war. Sie hat mir erst vor ihrem Tod im letzten Jahr von Gamlin erzählt. Bis dahin wusste ich nichts von ihm. Ihr habt Welt gesagt, ihr hättet den Edelstein. War das gelogen? Nein, ich habe den Stein wirklich gefunden. Mir ist geglückt, woran Gamlin gescheitert ist. Ihr habt das alles eingefädelt, nur um euren Vater zu treffen? Ich wollte nur herausfinden, ich weiß auch nicht, wie weit er für etwas gehen würde, das er wirklich will. Und dann kommt er nicht mal selbst. Ich habe ihn mit dem einzigen geködert, von dem ich geglaubt hatte, es würde seine Aufmerksamkeit erregen. Er hat durchaus seine guten Seiten. Ihr werdet überrascht. Wirklich? Was sollte ich eurer Ansicht nach tun? Ich denke, ihr solltet mit Gamlin reden. Weiß er überhaupt von euch? Ich bin nicht sicher. Ich an eurer Stelle würde die Chance nicht so einfach wegwerfen. Ihr solltet ihm eine Chance geben, bevor ihr ihn endgültig abschreibt. Ich denke, das werde ich tun. Es hat sich als gut erwiesen, eine Base zu haben. Vielleicht wird es mit einem Vater genauso sein. Hm. Okay. Ja. Nice. Da haben wir einfach meine Cousine. Ist doch schön. Die Familie hat sich vergrößert. Da ist eine Standardtruhe. Das war leicht. Wir können bald mal alles, was im Inventar so ist, verkaufen, glaube ich. Gar nicht mitgekriegt, wo wir rausgekommen sind, aber okay. Das ist okay. Wie fühlt ihr euch so in eurer Ehe, großes Mädchen? Es ist gut. Nein, sogar großartig. Ich hatte ganz vergessen, wie es ist, wenn... Als ob man Arsch über Titten umgedreht und wie ein verbogener Nagel zurechtgehämmert wird? Man geliebt wird. Oh ja, natürlich. Nicht, dass ich mich wegen der anderen Sache beschweren würde. Oh Gott, Leute, worüber redet ihr? Really? Ihr müsst verstehen, dass das Ganze ziemlich neu für mich ist. Wow, das war cool. Ich wusste nicht, dass Mara ein Kind hatte. Sonst wäre ich, weiß nicht, ihr doch gefolgt oder so etwas. Sie hat gesagt, ich wäre dir so ähnlich. Und ich wusste nicht einmal, wer du bist.
Ich wollte es wohl mit eigenen Augen sehen. Ich brauche etwas Zeit, um über all das nachzudenken. Aber wenn es recht ist, käme ich gern zurück, um zu reden. Das würde mir gefallen. Pass gut auf dich auf. No. Ihr beide hattet wohl ein gutes Gespräch. Es war verdammt peinlich, das war's. Sie sieht euch gar nicht ähnlich. Man muss dem Erbauer auch für die kleinen Wunder danken, was? In der Tat, ich... Was? Ich sage das nicht oft, aber ich bin wirklich froh, dass ihr zur Familie gehört. Aber im Ernst, beim nächsten Mal haltet ihr euch aus meinen Angelegenheiten raus, nicht? Nein. Ich werde mich niemals raushalten. Niemals. So, weiter geht die Bildfahrt. Nach all dem wird das Leben als Piratin ein wenig eintönig werden, meint ihr nicht? Ich weiß. Ich werde wohl wieder eine Kunari-Reliquie stehlen müssen. Das Erschreckende daran ist, dass ich nicht weiß, ob das gerade ein Scherz war. Natürlich war das ein Scherz. Mit diesen Leuten... Erstmal alles verkaufen. Alles weg. Man merkt halt richtig, wie sich was anbahnt. Will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, diesmal stehle ich die Königin von Antiva. Das kann überhaupt nicht schiefgehen. Oh, Isabella. So, dann gehen wir mal ins Hawk-Anwesen. In unser Anwesen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Ihr habt einen Brief erhalten. Wie seltsam, dass die Boten nie dann kommen, wenn ihr zu Hause seid. Ja, das finde ich auch immer seltsam. Ja, dir auch. Wuff! So unterhält man sich mit seinem Hund. Monsieur Hawk, Kommandantin Meredith verleiht ihrer Dankbarkeit für die geleisteten Dienste Ausdruck. Bitte nehmt dies als Zeichen ihrer bescheidenen Anerkennung. Hochachtungsvoll, Elsa. Hawk, danke, dass ihr Emil überzeugt habt, das Richtige zu tun. Der Junge erkennt es vielleicht nicht, aber ihr habt ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann, aber vielleicht sind diese Münzen ein guter Anfang. Hochachtungsvoll, Guillaume de Lucent. Ja. Champion Hawk, es war überaus mutig von euch, offen gegen unsere Kommandantin Partei zu ergreifen. Was ihr auch unternehmt, meine Unterstützung ist euch gewiss. Hoffentlich habe ich auch die Ehre, denn im Zirkel ist etwas vorgefallen, bei dem ich eure Hilfe brauchen könnte. Trefft mich bitte in der Galgenburg. Meredith hat für meine Magier Zellenarrest verhängt und mir verboten, mich weiter als bis zum Hof zu entfernen. Eure Dienste und eure Diskretion wären vonnöten und überaus willkommen. Hochachtungsvoll, erster Verzauberer Osino. Champion Psycho Hawk. Als Gefälligkeit für eure früheren Dienste möchte ich euch darüber informieren, dass ich Beschwerden über Hauptmann Evelyn erhalten habe, in deren Begleitung ihr euch häufig befindet. Sie wird beschuldigt, ihre Männer zu verhätscheln und somit in dieser schwierigen Zeit die Ordnungskräfte zu schwächen. In der Mangelung eines Vicomte wäre es an mir, sie von ihrer Aufgabe zu entbinden und ihre Pflichten zu übernehmen. Allerdings würde ich mir diese Schwierigkeiten gerne ersparen. Bitte sprecht mit mir über diese Anschuldigungen. Euer Wort als Champion kann in dieser Angelegenheit entscheidend sein und die Karriere einer guten Frau retten. Hauptmann Cullen.
Später Champion, trefft mich bitte in der Feste. König Alistair von Ferelden. Werte Saika, ich nehme an, dass Gamlin euch nicht von mir erzählt hat. Ich frage bei jedem meiner Besuche nach euch, aber er sagt nur, das hast du alles schon von den Stadtausrufern gehört. Guter alter Vater. Hoffentlich geht es euch gut, wenn euch dieser Brief erreicht. Ich habe Geschichten gehört, kann aber nicht sagen, was davon war und was übertrieben ist. Habt ihr wirklich einen Faustkampf gegen den Anführer der Kunari ausgetragen? Schlaft ihr tatsächlich mit dem Hauptmann der Wache? Hallo? Habt ihr in der Dunkelstadt einen Drachen erschlagen? Das kann doch nicht alles wahr sein. Es ist aufregend, solche Geschichten zu hören und dann zu sagen, wir sind verwandt. Schreibt mir und erzählt, wie es euch ergangen ist. Ich will Neuigkeiten. Dafür verrate ich euch peinlichen Trash über euren Lieblingsonkel. Beste Grüße, Sherrod oder so? Keine Ahnung. Ja, okay. Ich muss mal kurz gucken. Ja gut, ich würde aber dann für heute tatsächlich Schluss machen, Leute. Aber mein Kiefer tut echt weh. Ich habe gerade einen neuen Spielstand gemacht, ne? Ich bin halt auch dumm. Was soll ich sagen? So, ich mache jetzt mal das da aus. Ja. Okay. Gut. Dann Dankeschön an alle, die heute da waren. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Gehe ich mal stark von aus. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Bye, bye.